und herzlich willkommen an der Hochschule Makromedia Campus Hamburg. Ich bin Rebecca von der Studienberatung und hinter der Kamera ist unsere Studentin Karina. Wir zeigen euch heute die Highlights von unserem Campus. Ja, wir fangen direkt an. Das ist das Student Service Desk. Die Abkürzung ist SSD, also unser Studierendensekretariat. Folgen wir gerne in den Foyer. Hier seht ihr einfach ein paar Stühle, Sitzgelegenheiten, also ein bisschen Aufenthaltsraum für unsere Studenten. Außerdem sehen wir hier auch schon ein paar Büroräume. Unsere Campusleitung, Dr. Merle Emse, hat ihr Büro zum Beispiel gleich hier vorne. So, und jetzt übergebe ich auch schon an Karina, die aus Sicht eines Studenten euch dann die Räume gleich zeigt. Hi, ich bin Karina, ich bin Masterstudentin an diesem Campus und ich nehme euch jetzt einmal mit. Als erstes gehen wir in den Wintergarten. Der Wintergarten verbindet unsere beiden Unterrichtsflügel und wir sehen ja auch ganz gut, dass wir wirklich mitten in der Innenstadt liegen und wir brauchen auch vom Hauptbahnhof nur 5 Minuten zu Fuß bis zum Campus. Zeige ich euch jetzt an unsere Computerräume. Alle unsere Computerräume sind mit iMacs ausgestattet und was wirklich cool ist, ist, dass wir in einer Cloud arbeiten. Das heißt, wir können auf alle Unterrichtsmaterialien von zu Hause, aber auch von hier an jedem einzelnen PC zugreifen. Gut zu wissen ist auch, dass wir hier bei den Betriebssystemen wechseln können. Das heißt, ihr könnt entweder mit Windows oder mit iOS arbeiten. Einfach das, womit ihr besser zurechtkommt. Als nächstes geht es einfach in einen normalen Unterrichtsraum. Ungefähr so sehen die Unterrichtsräume aus. Wir arbeiten immer in kleinen Gruppen, so um die 20 Leute. Das hier ist einer meiner Lieblingsräume, der Creative Learning Space. Der Raum ist auch unter unseren Professoren ziemlich beliebt und besonders gerne werden hier drin BWL-Vorlesungen gemacht, weil so einfach die doch recht steifen Inhalte ein bisschen kreativ gestaltet werden können. Wir haben hier unter anderem Lego-Steine oder aber auch diese bemalbare Wand und da präsentieren wir oft unsere Ergebnisse. Das hier ist unsere Eventfläche. Einfach ein bisschen chillen oder aber auch Playstation spielen. Hier finden natürlich auch die großen Events statt, wie zum Beispiel die Erstsemesterbegrüßung. Aber auch die Studierendenvertretung veranstaltet hier ab und zu einen kleinen Umtrunk. Jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite des Campus. Unser Career Service bietet regelmäßig Besuche in Agenturen oder großen Unternehmen an. Wir waren zum Beispiel schon bei Facebook, beim Hamburger Abendblatt oder aber auch bei About You. Ganz wichtig, ganz schnell anmelden, die Plätze sind super schnell weg. Das hier ist unsere Studentenküche. Hier könnt ihr euch mittags einfach mal schnell was in die Mikrowelle stellen oder aber euch mit eurer Gruppe treffen, kurz quatschen und ein bisschen chillen. So, an dieser Stelle übernehme ich wieder das Reden. Wir haben auch am Campus Hamburg den Studiengang Fashion Design und ich würde euch jetzt gerne nochmal das Atelier zeigen. Folgt mir!
Ja, hier sieht man auch schon, die Studenten auch jetzt im ersten Semester waren schon ganz fleißig. Wir haben den Studiengang auch erst seit letztem Wintersemester. Hier sehen wir ein paar Zeichnungen der Studenten sowie auch schon erste Ergebnisse aus dem Semester. Die hatten das Thema Faltenwurf, hier auch ganz schön zu sehen, super umgesetzt. Auch hier sieht man ein paar erste Ergebnisse von dem Studiengang. Und natürlich ganz wichtig auch die Nähmaschinen. Das sind Industrienähmaschinen, an denen die Studenten hier bei uns arbeiten. Ja, es hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen vom Campus. Wir haben euch natürlich nicht jeden Unterrichtsraum gezeigt, aber einfach die Highlights. Und wenn ihr uns nochmal kontaktieren wollt, macht das gerne unter studienberatunghamburg@macromedia.de. Das ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns immer erreicht. Alles klar, bis bald!